Langenfeld am Rhein zwischen Köln und Düsseldorf. Hier lebt Thomas Bürger. Der Hobbyimker hat im Internet nach einer Spedition gesucht und fand die Seite möbeltransport.de. Was er damals nicht ahnte, sein kleiner Transport wurde zum Fall für die Staatsanwaltschaft. Wie nah darf ich kommen? Oh, Sie können ruhig rankommen. Eigentlich tun die nichts. Ja? Wer frisch geduscht ist, hat da kein Problem. Hallo, geht ein bisschen schlecht. Ja, okay. Wunderbar. Was Thomas Bürger mit dem Unternehmen Möbeltransport.de erlebt hat, klingt nicht nach einem normalen geschäftlichen Kontakt. Herr Bürger, was ist das Problem? Mein Problem ist, Sie sprechen hier mit einem Lügenmaul. Sie sind ein Lügenmaul? Ich wurde als ein Lügenmaul bezeichnet und das wollte ich eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. Hier für Ihnen was, für Sie was schriftlich, da können Sie das lesen. Das war ein Unternehmen, dem ich einen Auftrag erteilt habe, was dann nicht geklappt hat und die mich dann so bezeichneten. Der Auftrag wurde richtig abgerechnet, Sie sind ein Lügenmaul und werden entsprechend im Internet auch so bewertet. Was ist denn passiert? Ja, passiert ist, ich habe diese Firma beauftragt, einen von mir in Berlin erstarkten Schrank zu mir zu transportieren und die machten eigentlich einen ganz guten Eindruck. Das lief dann darauf hinaus, dass nach 10 Tagen gar nichts passiert ist. Und ich dann angefangen habe, mich erstmal zu entschuldigen, dass das Ding noch nicht abgeholt worden ist. Ich habe die Firma angeschrieben, da kommen dann immer Standard-E-Mails mit, wir haben das an unsere Subunternehmer oder weiß nicht was weitergeleitet und melden uns, wenn was zur Verfügung steht. Von welcher Summe reden wir denn jetzt? Wir reden hier von 89 Euro. Was davon haben Sie wiederbekommen? Ich habe davon im Endeffekt 20% wiederbekommen, was schon eine Unverschämtheit ist, dafür, dass nichts passiert ist. Die meisten Leute hätten einen solch niedrigen Betrag wahrscheinlich abgeschrieben. Thomas Bürger glaubt, genau darauf zielt auch das Geschäftsmodell der Firma ab. Was war letzten Endes entscheidend, dass Sie sich für diese Firma entschieden haben? Dass sie relativ schnell, wenn man sucht, im Internet erscheinen. Die haben mehrere ganz gute Adressen, die eingängig sind und daraufhin habe ich mir nichts Böses gedacht. Ich habe allerdings auch den Fehler gemacht, nicht mal eben so ein bisschen zu recherchieren. Gibt es Probleme da, sondern habe gesagt, okay, wird schon klappen. Ja. Klingt gut, die Seite sieht ordentlich aus, so der Klassiker halt. Auch, ja, wenn ich Internet erfahren bin, reingefallen. Wo steht der Schrank? Der steht bei uns im Wohnzimmer jetzt. Ja. Können wir uns den angucken? Können wir machen, ja. Okay. Ja. Thomas Bürger musste ein anderes Unternehmen mit dem Transport beauftragen. Er zahlte also doppelt. Möbeltransport.de erstattete 20%. Danach brach der Kontakt ab. Das ist er? Ja, das ist er. Oh. Herr Bürger, jetzt sind die Stornogebühren ja ärgerlich, aber es ist ja verschmerzbar für Sie. Was bewegt Sie oder was ist der Grund, warum Sie sich so aufregen? Ja, erstens lasse ich mich nicht so bezeichnen und zweitens ist es nicht einzusehen, dass so eine Firma weitermacht. Man sieht inzwischen, dass so viele Leute geschädigt worden sind und da möchte ich eigentlich erreichen, dass die das abstellen. Sie glauben, da steckt System dahinter? Mittlerweile ja. Ich mache Ihnen mal folgenden Vorschlag. Ich schaue mir das Ganze an und bin mal gespannt, ob ich das Gleiche rauskriege, was Sie jetzt vermuten, ob tatsächlich dahinter System ist. Gute Nachricht ist ja erstmal, der Schrank ist da. Das ist das Wichtigste. Andere haben ganze Möbel verloren. Der Schrank sollte per Beiladung transportiert werden, also in einem LKW, der ohnehin fährt, aber nicht voll ist. Wenn der Kunde einen Transport beauftragt, landet der in einer Börse. Die funktioniert wie ein Internet-Auktionshaus. So ist für jeden Teilbereich der Strecke ein anderes Unternehmen verantwortlich. Für Kunden schwer nachvollziehbar. In unserem Fall stoße ich auf ein Pärchen, das mit der Webseite möbeltransport.de verbunden ist. Eine Domain, die schon wegen des Namens früh in den Suchergebnissen auftaucht. Auffällig sind die vielen schlechten Bewertungen mit ähnlicher Aussage. Der Auftrag wird per Vorkasse bezahlt, dann aber nicht ausgeführt. Hat das Vorgehen des Unternehmens System?